Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Magen-Darm-Infekt, Essen. Was kann ich tun? Ich bin die Rose Fröhlich, eure Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so, wenn ihr einen Magen-Darm-Infekt habt, was ihr so esst. Denkt dran, ihr Leben plus weg. Abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also, zurück zum Patientenfall. Die Patientin, die ich in der Beratung hatte, war per Video und Telefonie. Es ist so, dass sie einen Magen-Darm-Infekt hatte und das schon ein bisschen länger ging mit Durchfall, Bauchschmerzen, so den Klassiker. Und wir dann nochmal geguckt haben, was wir in der Akutsituation so ein bisschen machen können. Wichtig ist ja auch, die Darmtätigkeit so ein bisschen zu verbessern. Und zwar ist die erste Struktur Essen für den Durchfall, kann man immer sehr gut die Darmzotten im Darm anregen. Und das funktioniert hervorragend immer mit einem pürierten Gemüsebrei oder einer pürierten Gemüsesuppe. Einige kennen wahrscheinlich so ein bisschen Möhrensuppe vielleicht oder Kürbissuppe. Wenn das Gemüse geht, aber auch mit Blumenkohl, Brokkoli. Bei Brokkoli ist es so, wenn man den püriert oder die Möhren püriert, dann sind die feinen Ballaststoffe diejenigen, die die Darmzotten anregen. Wichtig ist, muss noch ein Schuss Öl rein, nachher, wenn die Suppe auf dem Teller ist, weil einfach das Öl entzündungshemmende Effekte hat und letztendlich die Schleimhaut auskleidet. Da nicht jeder einfach den Löffel Öl so runterschlucken kann, klappt das immer sehr gut, wenn man das in die Gemüsesaft mit reinmacht und damit die Darmzotten wieder gut angeregt werden. Man muss beim Gemüse immer so ein bisschen gucken. Kohl kann natürlich sein, dass ihr den nicht so gut vertragt, was ja mal so bei Blumenkohl sein kann oder Kohlrabi. Am Ende ist es eine Geschmackssache und ja, ein ja, persönliches Befinden, würde ich sagen. Mein Gott, das war jetzt aber schwer hier. So, dann gibt es die Möglichkeit, dem Körper, wenn er Durchfall hat, auch einen Anteil an Zucker zu liefern. Das kann man zum Beispiel gut übers Obst machen, mit ein bisschen Eiweißquelle zusammen. Hier ist immer so die Banane zum Beispiel, die tatsächlich mit der Gabel zermanscht wird oder eben püriert wird, kurz, nur nicht zu lange, weil die sonst zu zähflüssig wird. Also so eine zähe Struktur bekommt, was einige auch nicht mögen. Ihr dürft natürlich auch das Gemüse gut kauen, dann hat man auch den Speisebrei im Mund. Der Hintergrund ist, dass diese zerkleinerten Ballaststoffe, zum Beispiel bei der Banane mit der Gabel, dazu führen, dass die Darmzotten wieder besser angeregt werden und das Darmmilieu sozusagen verbessert wird, der Zucker Flüssigkeitsansammlung macht und daher sozusagen auch die Glukose liefert, also den Zuckeranteil. Deswegen hat man immer diese Banane im Hintergrund. Bei der Trinkflüssigkeit ist es so, dass ihr Leitungswasser nehmen könnt, wenn ihr vertragt, mildes Mineralwasser, also Medium wird ja häufig gesagt. Ihr könnt natürlich auch Tee nutzen, ihr könnt Tee gesüßt nutzen, wenn das mit dem Obst oder so nicht so gut geht oder ihr das Gefühl, das Bauchgefühl habt, nee, soll nicht so sein, dann kann man den Tee gesüßt machen. Der Hintergrund ist, dem Körper den Zuckeranteil zu liefern, den wir ja auch fürs Gehirn brauchen, für die Steuerung der Organe. Deswegen kommt man eben immer auf diesen Zuckeranteil. Es gibt ja auch die Struktur, also diesen Klassiker mit Salzstangen und diesem, ja, braunen Süßgetränk, wie man so schön sagt. Da ist manchmal Phosphat drin und ein Anteil Zucker, also der Zuckeranteil hatte ich ja schon erklärt. Das ist der Grund, weshalb man immer diese Cola definiert. Und bei den Süßgetränken ist es so, dass die Cola auch einen Phosphatanteil hat, der auf den Magen etwas eine beruhigende Wirkung hat. Deswegen essen viele immer Cola Salzstangen. Salzstangen hat den Hintergrund, dass wir das Gebäck haben mit dem Getreide und dass wir das Salz haben, was wichtig ist für den Flüssigkeitshaushalt. Wenn ihr aber Mineralwasser nutzt und Gemüse esst, dann habt ihr diesen Kalium-Natrium-Anteil am Ende auch. Und daher gibt es immer diese Grundidee. Und viele mögen ja auch, wenn sie Durchfall haben oder Magen-Darm-Beschwerden, dass sie dann Salzstangen und Cola essen. Das wäre so der Klassiker. Aber es geht auch gesüßter Tee zum Beispiel, wäre der Ersatz für den Zucker. Wir hatten die Banane schon, wir hatten das Gemüse mit den Gemüsesuppen zum Beispiel. Brühe wäre noch eine Variante, geht auch immer sehr gut, weil sie ja gesalzen ist. Und wenn ich den Kaliumanteil habe in der Brühe sozusagen durch das Gemüse, dann habe ich das, was ich, um den Durchfall sozusagen wieder zu verbessern.
hole ich den Flüssigkeitsanteil nach, habe den Salzanteil, den Zuckeranteil. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was zu euch passt. Ihr Lieben, wenn der Stuhlgang immer noch dünnflüssig ist, kann man auch Milchsäurebakterien probieren, also zum Beispiel Naturjoghurt mit Obst mixen, weil die Milchsäurebakterien auch die Darmtätigkeit wieder besser aufbauen. Für manche ist es ja nicht gleich am Anfang möglich, sondern wenn es denen wieder etwas besser geht, dann helfen die Milchsäurebakterien tatsächlich hier, die Darmstruktur und das Darmmilieu, wenn man so schön sagt, wieder zu verbessern. Ihr Lieben, schreibt mir in die Kommentare, was ihr so esst, wenn ihr einen Magen-Darm-Infekt habt. Manchmal ja am Anfang gar nichts, aber nachher kann man wieder Step by Step da ja in das Essen kommen. Ich hoffe, dass ihr nicht zu lange krank seid. Wünscht euch gute Besserung für alle, die gesund sind. So soll es sein. Alle, die andere Erkrankungen haben, ja, ganz liebe Grüße von mir an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne wissen wollt, was ihr vielleicht für eine Problematik beim Essen habt. Schreibt einfach. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße und bleibt gesund. Habt einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Plus weg. Abonnieren nicht vergessen.